Schönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Es geht um ein ganz konkretes Verkehrsthema, und zwar um die Rettungsgasse. Es geht darum, dass man wirklich mit diesem System Leben retten kann bzw. Hilfe beschleunigen kann. Wir kennen es auf unseren Straßen, dass immer wieder die Straßen blockiert sind. Die Rettungskräfte, sei es Notärzte, aber auch Rettungskräfte und Sicherheitskräfte wie die Feuerwehr, nicht zum Unfallort hinkommen. Einige Südtiroler praktizieren es ja bereits, dass man die Rettungsgasse sozusagen bildet, weil man sie vor allem aus deutschsprachigen Ländern kennt, aber eben nicht alle. Und hier fordern wir eine Aufklärung und vor allem auch, dass man das Modell der Rettungsgasse sozusagen auch von Landesseite bewirbt und sensibilisiert. Und ich bitte Uli Meier, diesen Beschlussantrag, den wir in dieser Landtagswoche einbringen, beziehungsweise der behandelt wird, hier zu präsentieren und vorzustellen. Ja, danke, Andreas. Ich glaube, nachdem wir kurz vor Europawahlen sind, ist dieses Thema nicht uninteressant, weil es auch ein europäisches Thema ist. Es gibt ja viele Länder, in denen die Rettungsgasse bereits fest verankert in der jeweiligen Straßenverkehrsordnung ist, in Italien leider nicht. Uns natürlich fehlt die Kompetenz, die Straßenverkehrsordnung bzw. den Straßenverkehrskodex in Italien zu verändern. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir zunächst einmal bei uns anfangen, die Südtiroler Bevölkerung sensibilisieren, informieren. Es geht um eine Maßnahme, wo es natürlich gerade in Notsituationen, in Unfallsituationen oft um Minuten, um Sekunden gehen kann, und es damit sichergestellt werden kann, dass die Verkehrsteilnehmer auch wissen, wie sie sich in solchen Situationen richtig zu verhalten haben, um nicht den Verkehr bzw. die Rettungsgasse für die Blaulichtorganisationen sinnlos zu versperren, damit ein schnelles Weiterkommen ermöglicht ist, ist es wichtig, dass das Land natürlich die Menschen informiert. Und wenn man sich an verschiedene Informationskampagnen bzw. Sensibilisierungskampagnen auch der jüngsten Vergangenheit erinnert, wie beispielsweise das Straßenschilder mit pinkfarbenen Schaumgummipolstern ausgestattet wurden, damit Menschen, die mit dem Handy beschäftigt sind, nicht dagegen laufen, denke ich, ist eine Sensibilisierungskampagne gerade zur Rettungsgasse eine sehr sinnvolle Kampagne. Andreas hat es schon gesagt, bei uns in Südtirol natürlich ist dieser Begriff der Rettungsgasse vor allem aus deutschen Medien bekannt, sei es aus Österreich und aus Deutschland, wo die Rettungsgasse ja auch Pflicht ist, in Österreich seit 2012. Es hat im letzten Jahr in Österreich einen eigenen Rettungsgassengipfel gegeben, organisiert vom Verkehrsministerium. Und dort ist klar herausgekommen, dass die Rettungskräfte bzw. die Blaulichtorganisationen nicht mehr zurück zum Bannenstreifen möchten, sondern effektiv sich diese Rettungsgasse, dieses System durchgesetzt hat. Wir kennen ja die Situation in Österreich, dass in weiten Teilen auch der Pannenstreifen teilweise fehlt. Es hat immer wieder die Kritik an die ASFINAG gegeben, mehr Pannenstreifen zu errichten, gerade für solche Situationen. Aber inzwischen geht man da etwas davon ab und sagt eben, dass die Rettungsgasse durchaus sich bewährt hat. Und es hat auch eine Umfrage gegeben von IFES-Institut im April 2018, und dort haben sich insgesamt, also 93% der Befragten haben gesagt, dass sie genau wissen, was eine Rettungsgasse ist, wie man eine Rettungsgasse zu bilden hat. 83% haben die Rettungsgasse selbst als Verkehrsteilnehmer bereits gebildet, und 86% der Befragten sprachen sich in dieser Umfrage dafür aus, dass das System der Rettungsgasse beibehalten werden soll. Ich denke, das sind Zahlen aus unserem benachbarten Österreich, die schon interessant sind. Und wir kennen es ja selbst, es hat heuer einen Unfall beispielsweise auf der Mebo gegeben. Ich glaube, es war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, im Jänner oder Februar.
wo die Menschen, die als erstes, die Verkehrsteilnehmer, die zum Unfall hingekommen sind, eine Rettungsgasse gebildet haben, und das wurde dann auch vorbildlich empfunden und löblich von den Einsatzkräften. Ich erinnere mich, dass es einen Aufruf der Landesverkehrsmeldezentrale gegeben hat bei den starken Schneefällen, die es heuer gegeben hat. Natürlich war da auch dabei, die Autobahn frisch gar nicht zu benutzen, aber auch diejenigen, die auf der Autobahn sind, waren aufgerufen, die Rettungsgasse zu bilden. Also man sieht, es ist bekannt, es dient in erster Linie natürlich wirklich, um rasch an Unfallstellen zu kommen, rasch Hilfe leisten zu können. In Österreich, wie gesagt, und auch in anderen Ländern sind die Blaulichtorganisationen zufrieden. Und ich habe mich auch mit verschiedenen Rettungskräften in Südtirol unterhalten, die das natürlich auch begrüßen würden. Eben, wie gesagt, wir haben leider Gottes nicht die direkte Kompetenz, jetzt die Straßenverkehrsordnung zu überarbeiten, aber in einem ersten Schritt einmal die Menschen zu informieren, eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, bewusstseinsbildende Maßnahmen über die Vorteile der Rettungsgasse aufzuklären. Ich denke, dass das wichtig ist, und wir schauen, wie sich die Diskussion entwickelt, und vielleicht in einem zweiten Moment kann man sich dann auch überlegen, einen Begehrensantrag an das römische Parlament zu stellen, dass der Staat Italien dahingehend natürlich auch auf Staatsebene Sorge leisten soll oder Rechnung tragen möge, diese Rettungsgasse im Straßenverkehrskodex zu verankern. Wir kennen teilweise Situationen auf Autobahnen südlicher von Südtirol, wenn Stau ist. Es gibt undisziplinierte Verkehrsteilnehmer. Es ist häufig so, dass auch der Bannenstreifen besetzt ist, belegt, blockiert ist, weil Menschen teilweise glauben, wenn sie auf den Bannenstreifen überholen, geht es schneller. Und natürlich wäre es interessant, wenn sich auch Italien damit befasst. Aber wir bleiben jetzt einmal zunächst auf unseren Straßen in Südtirol, möchten hier die Menschen sensibilisieren und werden dann vielleicht in einem zweiten Schritt, je nachdem, wie sich die Diskussion entwickelt, natürlich auch die Regierung in Rom aufrufen. Aber wie gesagt, sei es Schweiz, Österreich, Deutschland, ich glaube Tschechien, die Slowakei, dort gibt es eben diese Rettungsgasse, Kroatien, Italien hat es nicht. Und ja, nachdem es sich in anderen Ländern wirklich gut bewährt hat, glaube ich, wäre es auch sinnvoll, hier in Südtirol diese Möglichkeit zumindest bei der Bevölkerung durch eine Sensibilisierungskampagne darauf aufmerksam zu machen. Danke, Uli. Man muss sagen, wir übernehmen als Land und auch Landesämter übernehmen ja so manches von Deutschland bzw. von deutschen Bundesländern. Das haben wir in den letzten Wochen mitgekriegt. Und ich glaube, wir sollten das, was sinnvoll ist, übernehmen und uns abschauen. Und dieses Modell der Rettungsgasse wäre so etwas. Und es gilt natürlich in erster Linie für Autobahnen und zweispurige Straßen wie die Mebo, aber auch, wenn wir an den normalen Stadtverkehr denken, wenn ein Rettungswagen kommt, auch dort ist das Modell der Rettungsgasse sinnvoll, um die Rettungskräfte durchlassen zu können. Und wie gesagt, es wird von vielen Südtirolern bereits praktiziert und angewandt. Und ich glaube, als freiheitliche Fraktion, wenn wir diesen Beschlussantrag machen, dann ist der Sinn dahinter ja auch der, dass wir die dieses Modell noch nicht intus haben und sozusagen das noch nicht praktizieren, dass wir die aufklären und sensibilisieren. Und wir hoffen natürlich auf die Unterstützung auch im Landtag, damit hier wirklich den Helfern, den Rettungskräften sozusagen die Chance gegeben wird, frühzeitig da zu sein und eben auch Menschen zu retten im besten Falle, oder wie heuer im Winter bei dem kilometerlangen Stau auf der Autobahn, dass man hier auch die Versorgung besser gewährleisten kann der einzelnen Autos bzw. Verkehrsteilnehmer, die dort über Stunden auf der Autobahn verharren mussten. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wie die Pressekonferenz ist hiermit beendet. Wir stehen noch für Interviews zur Verfügung. Dankeschön.